KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo auch an alle Hörerinnen und Hörer hier zur neuen Sendung. Wir haben Filme mitgebracht, Filme und Serien. Serien auch, ja. Film, die Sneak Preview der vergangenen Woche war der Film Kandahar mit Gerard Butler von dem Team, was auch diese ganzen Olympus Has Fallen und so weiter gemacht hat und die letzten Gerard Butler Filme. Ja, mal gucken, ob der was konnte. Ich war auch noch mal im Kino in Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Ja. Und der Chris war im Heimkino. Escape the Field, was auch immer das ist. Habe ich noch nie davon gehört, bin ich sehr gespannt. Sei froh. Serien lese ich hier. Hijack, eine neue Serie von Apple TV+. Dann Muscles in Mayhem, an unauthorized story of American Gladiators. Da habe ich schon davon gehört in einem anderen Podcast. Inside Man habe ich geguckt als Vorbereitung für den nächsten Fortsetzung folgt Podcast. Und da werde ich mal drüber berichten. Ja, das war es eigentlich an Themen für heute soweit. Wir beginnen mal mit Kandahar. Also Kandahar ist ja eine Stadt, glaube ich, in Afghanistan, wenn ich mich da recht erinnere. Oder Pakistan. Ja, ja, Afghanistan, genau. Und na, wir erfahren aber erstmal am Anfang, dass Gerard Butler gehört zu so einer Black Ops-Einheit, die immer mal im Iran so verschiedene Sabotageakte durchführt. Natürlich dann ja so wilde Aktionen, so völlig undercover und so weiter. Und da sabotieren sie zum Beispiel mal das Computernetzwerk und dann wird natürlich auch von einer realen Begebenheit auch mal ein bisschen so eine Parallele gezogen, denn sie implementieren da den Stuxnet-Virus, was man ja damals vor etlichen Jahren gehört hat, was dann so einige Atomkraftwerke oder Atomanreicherungsanlagen im Iran außer Gefecht gesetzt hat. Und den platzieren sie dann und fliehen dann auch und so weiter. Und man denkt schon so, ja, ich weiß jetzt, worum es geht und so, weil das am Anfang auch alles sehr bedrohlich ist. So nach dem Motto, ja, ich denke mir, worum es geht, ja, da wird jetzt bestimmt irgendwas passieren, dann muss ich dann da freikämpfen oder so. Aber überraschenderweise verlässt er so ein bisschen diesen ausgetretenen Pfad. Also er kommt dann erstmal wieder zurück und hat dann nochmal einen anderen Einsatz, zu dem er gerufen wird. Und bei diesem anderen Einsatz geht ein bisschen was schief und er muss quasi von dort, wo er sich gerade befindet, sich irgendwie durchschlagen nach Kandahar, weil dort der englische SAS eine Mission beendet und dort jemanden ausfliegt von so einem Airfield. Und er hat nur die einzige Chance, sich dorthin durchzuschlagen, zusammen mit seinem Übersetzer. Mo. Mohammed, wie Amerikaner dann abkürzen, Mo. Also Mohammed, sein Übersetzer und sein lokaler Guide, den er da zur Seite gestellt bekommen hat, der auch ein bisschen überrascht war von dem Umfang der Operation, denn er dachte, er soll eigentlich nur so ein bisschen übersetzen dort, aber in diesem gefährlichen Gebiet, wo alle möglichen Strömungen da ist, was weiß ich, sind irgendwelche internationalen Geheimdienste aktiv, da sind natürlich die Taliban aktiv, dann sind ganz normale Banditen aktiv und so weiter. Und in diesem Gebiet müssen die sich halt irgendwie durchschlagen nach Kandahar. Und sie haben natürlich auch eine so eine Art Nemesis, der ihnen da folgt, so ein, mit so einem schwarzen Motorrad, der sie verfolgt. Und ja, an sich, also ich fand's ja ganz gut, ne? Sag ich, also überraschend gut. Ich habe es eigentlich auch in Chris so ein bisschen angepriesen. Man muss vielleicht dazu sagen, wir waren beide nicht in der Sneak Preview. Ja, wie haben wir den Film gesehen? Natürlich bereitgestellt worden von einem Screener. Vielen Dank nochmal, dass das so kurzfristig möglich war. Und wir hatten den auch in OV in dem Screener. Und deswegen, ich hatte es ihm geschrieben gehabt, weil ich wusste, er hat gerade viel um die Ohren und habe gesagt, ja, du musst nicht gucken, wenn du es nicht schaffst, dann, aber ich habe es auf jeden Fall mal geschaut und habe es ihm aber ein bisschen nahegelegt, habe ich gesagt, ja, das ist nicht, gar nicht mal so schlecht, aber jetzt bin ich mal gespannt, was der Chris dazu sagt. ja, also
es kam mit, oh, der ist gar nicht so schlecht, kam der Erik ums Eck und ich so, ja, also ich versuche auf jeden Fall reinzugucken, was ich dann auch gemacht habe. Ich musste dann erstmal noch kurz die Untertitel einschalten, weil es doch relativ viel auf Arabisch dann noch war, was gesprochen wurde oder was spricht man da unten? Das war schon Farsi oder so, das waren ja ein paar Pakistaner dabei. Und ist ja wurscht, ja, ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden. Alle möglichen, es ist ein riesen Mischmasch da unten. Ja, babylonisches Sprachengewirr. Ja, auf jeden Fall war das für mich dann auch nicht wirklich befriedigend, weil die Übersetzung war teilweise auch ein bisschen sehr holprig. Gut fand ich aber, wie sie Fuck You übersetzt haben. Da hatte ich starke Inko Appelt-Vibes. Aber das heißt drum. Ja, was soll ich sagen? Ich fand es teilweise echt ein bisschen Banane, wie die da unterwegs sind, eigentlich gegen alle und die, wo sie beschützen, dürfen sie nicht beschützen. Und es war schon, ich habe das Gefühl gehabt, zum einen, dass Gerald Butler komplett unverwundbar ist. Also, den hat er eigentlich gar nichts groß erwischt. Sein Kumpel musste relativ viel einstecken, auch emotional vieles einstecken, aber hat sich immer wieder aufgerappelt und ist immer wieder bei ihm geblieben, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und so insgesamt fand ich die Story eigentlich echt ein bisschen Banane. Ja. Also, ja, auch dieses, boah, ich verfolge den da komplett durch die Wüste mit meinem schwarzen Motorrad, meinen schwarzen Klamotten. Ja klar, ich meine, kann man machen. Da ist ja, ich habe ja jetzt gerade nicht schon gesagt, durch die Wüste, also da ist ja nicht warm oder so. Deswegen fahre ich da komplett schwarz gekleidet, weil sie natürlich Style over Function wahrscheinlich, aber sei es drum. Er ist auch nachts gefahren. Ja, auch nachts gefahren. Mit nachts. Aber ja, das war ja ein epischer Kampf da. Also der Nachtkampf war absolut episch mit Helikopter. Und was weiß ich noch alles. Und ich habe mich halt gefragt, so, okay, wie schafft man es denn, wenn man schon auch nicht nur Nachtsicht, sondern auch noch Thermalsicht hat, wie schafft man es dann als Helikopter auch noch so unglaublich vorbeizuschießen? Also das war schon respektabel. Aber gut, es ist, wie es ist. Also abgesehen von den für mich dann teilweise auch schwer zu folgenden Dialogen, weil ich eben alles dann nochmal mitlesen musste und das hat bei mir auch schon so ein bisschen reingebremst dann. Weiß nicht, bin nicht so ganz warm geworden mit dem Film. Das merke ich schon, ja. Mir hat er aber gefallen. Also ich hatte so ein paar Befürchtungen gehabt, dass das wieder so ein Vehikel wird, wie sonst bei Gerard Butler. Also dieser Regisseur Rick Roman War, der hat ja zum Beispiel diesen ganzen Fallen hier, Angel Has Fallen und Olympus Has Fallen und so weiter, zusammen mit Gerard Butler gemacht. Und Greenland hat man ja zuletzt auch, der war auch nicht so gut. Und ja, da bin ich, also mit den älteren Sachen, das war mir alles so pathostriefend, so extrem, so ganz viele amerikanische Fahnen noch im Bild und deswegen, das war hier zum Glück nicht so. Ich fand hier auch diese kritischen Töne, die mit dabei waren und auch, was durch den Übersetzer mit reingekommen ist, diese Story, dieses ganze Gewirr in dieser Region, was da angerichtet wurde durch verschiedene Kriegswirren, sei es nun durch die Russen, die da versucht haben, irgendwie Fuß zu fassen, später durch die Amerikaner mit ihrem Krieg gegen die Achse des Bösen oder was, wie sie das immer genannt haben. Und ja, dann haben sie sich ja plötzlich zurückgezogen aus dem Land und die Taliban haben die Macht ergriffen und so. Das fand ich eigentlich sehr gut dargestellt. Etwas unüblich für so ein, ich nenne es mal amerikanisches Action-Vehikel, dass da doch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wird. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass das nicht so nur so ein bisschen so ein Beiwerk war, sondern doch ein großes Thema, denn sie treffen ja nun auch verschiedene, die da sind und auch so, ja, teilweise relativ coole Szenen, wenn dann, das möchte ich jetzt mal nicht spoilern, aber sie denken dann, dass zum Beispiel der Daesh, was welche auch gut ist, dass hier der richtige Name für diesen islamischen Staat verwendet wird, nämlich Daesh und nicht, wie es die westlichen Medien immer nennen, ISIS oder so oder ISIS, was eigentlich der falsche Name ist. Und ich fand es eigentlich gerade dahingehend erstaunlich passend und gut und auch so die Story, ich fand das spannend, sehen, wie die da rauskommen. So, dies hatte ein bisschen was von, weiß nicht,
wie war das bei The Revenant oder so, wenn er da angegriffen wird vom Bär, du musst dann ewig fliehen oder so, bloß hier waren sie halt zu zweit und hat schon irgendwie, war cool. Auch viel Kultursachen auch von der arabischen Kultur mit drin und das mochte ich eigentlich. Cool ja. geschnitten, coole Aufnahmen ja. so. So ein paar Tonaufnahmen und naja, ich merke schon, du kannst nichts damit anfangen. Ich kann dich da sowieso nicht überzeugen. Du hast da schon, du hast, nee, ja, definitiv jetzt, du hast ja jetzt gesehen, aber ich hatte auch mit einem Kollegen von mir tatsächlich, wir haben mal so ein bisschen einen Trailer, weil ich bin ja bei uns der The Movie Guy, ne, in der Firma, ist klar. Und da hatte ich einen neuen Kollegen aus Amerika, der war früher bei der US Army auch, beim US Army Corps of Engineers. Und hatte auch weltweit, war der tätig, dem sind auch schon einige Kugeln um die Ohren geflogen und so. Und dem gebe ich immer mal so ein paar Filmtipps. Und als ich mal gesehen habe, dass da der Trailer kam für diesen Film Kandahar und ich wusste, okay, der war auch mal mit der US Army da und der mag so ein bisschen so Actionfilme und so. Da habe ich gesagt, kannst du mal, der läuft bei euch an. Das war, glaube ich, vor einem Monat oder so. Habe ich gesagt, hier, der, guck mal, der läuft bei euch im Kino gerade an. Und der fand ihn auch ganz okay. Da hat er gemeint, das war jetzt nicht so der Riesenwurf. Und ja, ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen. Kann man durchaus gucken. Ja. Und für eine Sneak, aber mehr als okay, würde ich sagen. Ich denke, ja, für eine Sneak finde ich es vollkommen in Ordnung. Es ist schönes Action-Kino auch mal wieder. Mhm. Zeigt dann auch mal wieder schön die Abwechslung einfach auch, die es in der Sneak gibt. Deswegen, ja, absolut super Film. Also wie gesagt, der haben halt in der Sneak echt alles. Die Woche davor war ja hier Love Again, der Liebesfilm, die Ladies Night. Dann hatten wir hier das, was hatten wir da für No Hard Feelings, die Komödie. Ist einfach alles drin. Mhm. The Flash hatten wir. Also ja, wer über die Sneak noch meckert, weiß ich auch nicht. Den kann man eh wahrscheinlich nicht helfen. Das soll man persönlich sagen hier. Komm, auf, eins gegen eins. Auf in die Sneak. Genau, aber wenn die Sneak kommt, Ticket kaufen, dann mir persönlich sagen. Sonst treffen wir uns draußen. Genau, nach der Sneak kann man gerne draußen nochmal. Nein, also es ist einfach eine schöne Abwechslung. Es war mal wieder schön, ein Gerald Butler, der sehr gerne in der Sneak läuft, habe ich das Gefühl. Aber ja, es ist, wie gesagt, nichts, wo ich sage, oh mein Gott, den sollte man unbedingt im Kino sehen. So ehrlich muss ich sein. Hm. Ja, Kino, ja, also wer Actionfilm, ich weiß jetzt nicht, wann startet denn der? Lass mal gucken hier. Ist er nicht schon gestartet? Aha, nee, am 17.8. startet der. Ah ja. Okay. Und in demselben, in demselben Rhythmus startet noch Blue Beetle. Ist das eigentlich hier eine Fortsetzung von Herbie eigentlich? Ist auch von Warner Bros. Nee, Herbie wäre ja Disney, nee, dann ist es das nicht. Ja, das Danganronpa. Forever Young, das ist ein neuer Film, ist nicht der alte mit Mel Gibson, ist irgendwas Neues von Neue Vision. Ja, dann Kandahar von Leonine, von Weltkino. Ich muss ganz kurz reingrätschen. Blue Beetle ist ein Superheldenfilm. Also, das hat überhaupt nichts mit dem Auto zu tun. Ja, ich weiß, deswegen frage ich ja, ich lese ja nur den Titel hier. Ja, aber alles gut. Aber hätte ja sein können, ein blauer Beetle, weißt du, hätte ja genauso gut sein können. DC Superhero. Habe ich noch nie gehört. Kennst du den? Ja, du wahrscheinlich eher noch. Du bist im Comic-Game etwas fester ja. verhaftet hier. Okay. Ich wollte gerade gucken. Danganronpa ist übrigens auch so eine Art, oder? Was ist Danganronpa? Ein Japanese-Comedy-Film, der da startet. Aber, also, sofern jetzt Blue Beetle, von dem ich ja noch nie was gehört habe und wahrscheinlich läuft da auch noch nicht so richtig die Marketing-Maschinerie für den Film. 17.8., sofern der jetzt nicht großartig rockt, also wer jetzt ein bisschen Action-Kino sehen möchte, in demselben Stadttermin läuft halt nichts weiter an. Was ist denn die letzte Fahrt der Demeter? Die letzte Fahrt der Demeter Film 2023. Ach, das war auch dieser U-Boot-Film an Bord des russischen Handelsschiffs Demeter. Ach nee, spezielle Fracht. Ah, der Film basiert auf einem einzigen Kapitel von Bram Stokers Buchklassiker Dracula. Das ist quasi das Schiff, was Dracula überführt hat. Okay. Naja, also wahrscheinlich ist in demselben Zeitraum, wo der startet, nichts Gescheites, Actionmäßiges so ein bisschen drin. Eine Woche vorher startet ein Film, der heißt Gran Turismo. Da habe ich tatsächlich den Trailer gesehen vor Indiana Jones. Na gut. Ja, Punkte. Ich gebe 7 Punkte für diesen Actionfilm mit Gerard Butler, weil er mich doch ein bisschen unterhalten hat und ich fand ihn spannend.
Ich gebe ihm 4 Punkte, weil ich ihn nicht spannend fand und er mich nicht so gut unterhalten hat. Okay. So, jetzt wisst ihr auch nicht viel mehr. Doch, weil ich habe mir einfach überlegt, ich kann dir einfach die Hälfte deiner Punkte geben. Hätte ich 3,5 gegeben, habe ich aufgerundet auf 4. Finde ich auch voll okay. Nee, ich meine jetzt an die Hörer. Jetzt wisst ihr halt auch nicht so viel mehr. Jetzt müsst ihr halt mal dann selber gucken, wie und was und wo. Und ihr könnt ja mal gucken bei mir auf Letterboxd /Kinocast. Da seht ihr, was ich so sonst so für andere Filme so für Wertung gegeben habe. Ob das eher so euren Geschmack trifft oder guckt mal beim Chris, was er immer so bewertet hat. Ob das eher euren Geschmack trifft. Und dann wisst ihr, ob es was für euch ist. Okay, den Sneak-Tipp machen wir jetzt gleich mal noch, bevor es weitergeht mit Indiana Jones. Indiana Jones. Die Sneak 1172 am 10.7., also für uns morgen, aktuell für die Hörer, wann auch immer sie hört, halt am Montag, den 10.7. lautet der Tipp, der Kreis schließt sich. Und Erik, sind da schon Tipps eingegangen? Ja, ich sehe gerade nur meiner, den ich getippt habe. Der heißt Mit Liebe und Entschlossenheit und habe ich deswegen getippt, der Kreis schließt sich, weil da geht es irgendwie um eine ältere Frau, die dann irgendwie eine alte Liebe wieder trifft und die dann wieder zusammenkommen und dann auch nochmal so irgendwie ein bisschen Romantik sich da entspinnt und so. Klingt auch nach einem Sneak-Film. Könnte sein, aber vielleicht habt ihr ja noch einen besseren Tipp, dann haut's rein bei Gloria Sneak auf Facebook in der Gruppe. Okay, und jetzt geht's weiter mit Indiana Jones and the Dial of Destiny und das Rad des Schicksals. Ja, ich bin ja am Montag, weil ich dachte, ja, geht eh keiner sonst in die Sneak, weil der Chris war auch nicht da. Da habe ich gedacht, ah ja, das wäre jetzt mal eine gute Gelegenheit, weil Montag ist immer mein Kinotag, da kriege ich hier zu Hause frei, da darf ich ins Kino. Und da habe ich gedacht, ja gut, da kann ich auch mal in einen anderen Film gehen, weil in den Tipps war Kandahar nicht mit genannt, sonst hätte ich gedacht, na, gehst vielleicht doch in die Sneak, sondern da waren 2 Tipps drin, wo ich gedacht hätte, na, die müsstest du nicht unbedingt sehen. Da habe ich geguckt und da war in den Innenstadtkinos tatsächlich im Dolby Atmos Kino im Gloria 2 in dem sehr schönen Amphitheatermäßig geformten Saal mit Dolby Atmos Klang war 20 Uhr Indiana Jones und das Rad des Schicksals wurde dort gezeigt. Da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich doch mal da rein. Waren noch tatsächlich schon einige Plätze verkauft und als ich dann in die Vorstellung gegangen bin, wurde es richtig gut voll. Also war ich echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht, zum Montagabend. Weil, wann ist Kinotag? Ich glaube Dienstag, ne? Da ist ja nochmal günstiger und so. Warum genau, Dienstag ist Kinotag, ja. Warum sollte man da unbedingt Montag gehen? Ne? Aber gut, war gut voll. Also macht mir gute Hoffnung, dass der Film ganz gut performt an der Kinokasse. Und am Anfang spielt es im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube so Ende des Zweiten Weltkriegs. Und Indy ist gefangen genommen worden und es gab ja damals so eine ganze Nazi-Einheit, die so Kunstschätze geraubt hat und irgendwo in einem Stollen auch verbracht hat. Da gab es ja auch, glaube ich, so einen Film mit George Clooney oder sowas, wo die irgendwie diese Monuments Man hieß der, glaube ich, wo die das zurückholen wollen, diese ganzen geraubten Güter. Jedenfalls geht es hier auch darum, da ist halt so eine Riesenhalle und die transportieren das ab, so ein altes Schloss, was die da haben. Und da nehmen sie Indy auch gefangen, bringen sie da hin und so. Und der sieht diese ganzen Schätze, die da gelagert sind, diese Kunstwerke und alles. Aber eins erweckt da so ein besonderes Interesse und das hat auch da dieser Chef von dieser Einheit, da der besonderes Augenmerk drauf, das wollen sie nämlich persönlich zu Adolf Hitler, der möchte das gern haben. Das ist eben dieses Dial, so ein Dolch, genau. Erstmal ist es so ein Dolch, der MacGuffin, ja. So ein Dolch, angeblich so ein Dolch, mit dem Jesus getötet wurde, da ist das Blut Jesu dran oder sowas und das soll angeblich magische Kräfte haben, deswegen will Adolf Hitler das haben. Und da sind sie am Anfang alle ein bisschen dahinterher, aber was da auch noch mit in diesem ganzen Zeug ist, ist das zerbrochene Rad des Schicksals, was damals Archimedes gebaut hatte. Er hat dieses Rad zerbrochen, damit es eben diese Macht nicht in die Hände von einer Person so leicht fällt. Und der eine Teil wurde dahin gebracht, der andere Teil wurde dahin gebracht. Und diese eine Hälfte haben sie dann, wie gesagt, da sind sie auch alle hinterher. Und in diesen 1944 spielt das, glaube ich, da ist dann auch ein jung gemachter Indiana Jones und Mads Mikkelsen, die jagen sich dann, gibt es eine echt coole Verfolgungsjagd, möchte ich es mal nennen, in so einem Zug, sieht man, glaube ich, auch kurz im Trailer,
sie dann sogar auf den Zug, auf dem Dach da langlaufen und dann ja sich immer ducken müssen. Und er hat auch noch seinen alten Freund mit dabei, Harrison Ford, den er auch dann noch ein bisschen mit beschützen muss. Und dieses Rad des Schicksals geht dann aber verloren bei dieser Verfolgungsjagd auf diesem Zug. Und dann macht der Film so einen Cut. Wir sehen dann später, Harrison Ford hat dann sein Anführungszeichen echtes Alter. Er unterrichtet immer noch, hat aber seinen letzten Tag an dieser Uni. Und wir merken schon, irgendwie hat er nicht mehr so das Karma, dass er die Leute so richtig unterhält, seine Schülerinnen und Schüler. Und ja, die sind alle, die interessiert ganz andere Dinge jetzt mittlerweile. Das fand ich eigentlich so ein bisschen schade, diese Abgesangsszene. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie den immer noch so ein bisschen feiern, die Schülerinnen und Schüler oder so. Fand ich so ein bisschen schade, dass sie dann dem gar nicht mehr zuhören oder so. Naja, jedenfalls verlässt er dann diese Uni, bekommt auch noch irgendwie so ein Abschiedsgeschenk und dann tritt aber jemand in sein Leben wieder hinein. Die wird gespielt von, jetzt muss ich kurz gucken, Phoebe Waller-Bridge, die Helena. Und wir erfahren dann, die Helena ist die Tochter von seinem Freund, von dem ich gerade erzählt habe, da aus 1944 da. Der hat sich die ganzen letzten Jahrzehnte immer mit diesem Dial of Destiny beschäftigt und ist da schon halb verrückt geworden damit und hat da so Theorien entwickelt, dass man mit diesem Rad des Schicksals auch durch die Zeit reisen kann, dass der da so Zeittore öffnet oder Zeittore finden kann, Risse in der Zeit finden kann, durch die man reisen kann. Und ja, es sind dann auch sehr viele Leute hinter diesem MacGuffin natürlich her, weil das ist im Besitz von Harrison Ford und er zeigt das der Helena auch. Und von dem Moment an, wo er es ihr zeigt, dann ist dieses Ding wieder im Umlauf. Das heißt, erst hat sie es, dann wird es ihr weggenommen und dann haben es die anderen und die Riesenverfolgungsjagd. Und ja, ich will mal nicht zu viel verraten, aber wie man sich schon ein bisschen was denken können, also wie gesagt, man hat am Anfang die Hälfte dieses Rades, man wird sich mit ein bisschen Filmkenntnis noch zusammenreimen können, dass sie irgendwann auch noch die andere Hälfte finden und dass dann auch ein bisschen was passiert noch. Und es ist auch der Bösewicht aus der Nazi-Zeit, Mads Mikkelsen, der ist auch noch mit am Start und er ist natürlich jetzt auch mit seinem realen Alter. Das Ganze spielt übrigens so Ende der 60er Jahre dann, also das reale Alter. Das heißt, wir sehen dann auch so eine Parade, wo so die Astronauten hier, Armstrong und so weiter, wo die wieder zurückgekommen sind vom Mond. Da gibt es dann auch so eine Verfolgungsjagd mittendurch. Und ja, dann versuchen natürlich die bösen Leute, die Nazis, oder mittlerweile sind es in Anführungszeichen keine Nazis mehr, weil das jetzt Wissenschaftler sind, die in US-Diensten arbeiten, aber irgendwie sind sie doch innen drin noch Nazis und die wollen auch, die haben auch ihre Agenda, was sie mit dem Rad des Schicksals machen wollen und die anderen auch. Es entspinnt sich dann natürlich ein riesen Abenteuer rund um die Welt mit Ausgrabungen, mit Sachen finden, mit ja, immer wieder vor irgendwas wegrennen, fliehen, kämpfen, wie man halt kennt, so Indie. Mit ein bisschen Humor auch. Also in den alten Filmen war so ein bisschen mehr Humor. Und die alten Filme, die ja von Steven Spielberg inszeniert waren, die hatten auch noch mehr so diesen Steven Spielberg-Vibe, der noch ein bisschen mehr auf diese Beziehung zwischen den Figuren Wert gelegt hat. Das fehlt hier so ein bisschen, aber es ist trotzdem, ich hatte einen Riesenspaß im Kino. Es war irgendwie, was mich auch ein bisschen fast rausgebracht hätte, muss ich sagen, war, dass der Titel am Anfang, der war in einem ganz komischen Font auf dem Bildschirm. Chris, du kennst es ja bestimmt auch. Du gehst in Star Wars rein, da kommt so Star Wars, weißt du, so in diesem bekannten Font auf dem Bildschirm und du bist gleich so, wow, dein Herz hüpft und so, oh, du freust dich, oh, geiler Film. Dann kommen noch diese schrägen Schriften, die dann so reinlaufen ins Bild. Und hier war es so, irgendwie war da ein anderer Titel, ein anderer Font in diesem Indiana Jones und das hat sich am Anfang nicht so richtig angefühlt wie Indiana Jones irgendwie. Okay. Es war irgendwie ganz weird. Ich hatte eigentlich gedacht, so dieses orange-gelbe, weißt du, was ich meine, diesen typischen Indiana Jones Font, so bam, so richtig, da hätte ich, und dann die Musik gleich, nee, die Musik war nicht da, es stand nur Indiana Jones in so einem schwarzen, ich weiß nicht, was das für ein Font war, Garamond oder irgend sowas stand da riesengroß da. Vielleicht haben sie es auch fürs Deutsche verändert, weil das natürlich, weil das auf Deutsch da stand. Vielleicht war das im Original sogar der,
die richtige Schriftart. Aber ja, das hätte mich fast rausgebracht, aber gerade so die Szenen am Anfang, die so in der Nazi-Zeit spielen, wo er dann noch so ein paar Nazis auf die Fresse haut und dann waren so ein paar coole Szenen drin, die haben fast ein bisschen an Sisu erinnert, aber die waren nicht ganz so explizit. Also wenn da dann irgendwelche Leute überfahren wären und sonst was. Hat echt Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja auch einige negative Reviews gehört und gelesen und auf YouTube gab es ja sogar einen, der so richtig ganz heftig abgezogen, wie schlecht der sein soll, der neue, und warum der so schlecht ist. Ich habe mir sogar das angeguckt, hatte gedacht, okay, das will ich mir mal selber angucken. Ich war schon so ein bisschen leicht negativ eingestellt, dachte, ja, also weil der vierte, der war ja echt scheiße und den habe ich, außer einmal damals im Kino, habe ich den nicht nochmal gesehen, wirklich. Ich habe andere Filme, wenn die laufen, der erste, der zweite, die liefen jetzt mal auf Sky. Wenn ich da hängen bleibe, wie bei Herr der Ringe, gucke ich zu Ende. Aber dieser unsägliche vierte Teil, dieser Kristallschädel, finde ich so schlecht, ey. Habe ich wirklich nicht noch ein einziges Mal geschaut. Und den ja, hier, der war schwierig. Den hier werde ich aber auch, denke ich, noch ein, zwei Mal schauen. Ich kann jetzt leider noch nicht zu viel verraten, was ich jetzt so gut fand da dran. Es gab natürlich auch so ein bisschen quatschige Szenen, die so ein bisschen drüber waren, aber die waren halt auch so ein bisschen Indiana Jones-like, die Szenen. Also ich weiß jetzt auch, ich habe jetzt auch so Sendungen hier auf YouTube, so Kritiken gesehen, die so mit Spoiler-Tag behaftet waren, wo manche gesagt haben, okay, ich rede jetzt hier, warum mir das Ende nicht gefallen hat, und jetzt habe ich mir das mal gegeben und muss sagen, okay, wenn dieser Person oder diesen Personen das Ende so nicht gefällt oder was da gekommen ist, okay, sei denen zugestanden. Mir hat es sehr gut gefallen, weil das richtig schön quatschig, abenteuerlich oben drüber war, was da war. Und ich mochte das eigentlich. Ich bin machst da echt, du ein bisschen Angst gerade, aber ja. Ja, es ist halt so ein bisschen, da war ja auch so ein bisschen Magie, auch so in den vorhergehenden Filmen, irgendwas mit Voodoo, weißt du, und irgendwelche Sachen mit dabei. Ja, das war immer dabei. Und sowas Ähnliches ist halt hier auch, ne? Ich meine, du kannst das jetzt nicht vergleichen mit irgendeinem Mission Impossible Film oder so, wo ja auch, sondern hier ist ja auch noch mal ein bisschen, ein bisschen Abenteuer und ein bisschen märchenhaft ist das ja. Ich würde es vielleicht als märchenhaft beschreiben, die Indiana Jones Filme. Und okay. Ja, echt gelungen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin da mit einem Lächeln aus dem Kino raus und ich kann das empfehlen. Ich habe mir auch die Blu-ray schon mal vorbestellt. Hier diese große Edition, wo da noch so ein bisschen Zusatzmaterial dabei ist. Und ich hoffe mal, das wird dann wahrscheinlich zu Weihnachten oder so kommen. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Also von mir 8 Punkte. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren zerreißen, wenn ihr den Film schlecht fandet, aber bitte nicht spoilern, ja, falls das jemand liest, der es noch sehen möchte. Stirbt Indiana Jones am Ende? Ich verrate nichts. Oh mein Gott. Du hättest einfach Nein sagen können, da wäre ich beruhigt gewesen. Ich verrate einfach gar nichts. Ich verrate weder Ja noch Nein. Ja. Du weißt es doch. Klar weiß ich es. Klar weiß ich es. Oh, aber das wäre jetzt heftig gespoilert, egal was ich jetzt sage. Wenn du es gesehen hast, wirst du wissen, warum ich jetzt so. Dann gucken wir mal in die Charts und Neustarts, und eine Ankündigung habe ich gleich ganz zu Anfang, die darf ich nicht vergessen. Kinocharts und Neustarts. Denn wir haben eine E-Mail bekommen. Es gibt in Stuttgart eine Filmreihe in Zusammenarbeit mit den Innenstadtkinos. Die heißt Cinema Futuro, wo sie immer so ein bisschen, ja, zeigen sie da eigentlich immer Science-Fiction-Filme oder sowas. Ist meistens immer so ein bisschen Black Mirror-mäßig, ne? So zukunftsmäßig und alles irgendwie ein bisschen düster und weird und sowas. Und die Reihe geht jetzt wieder los. Und wenn ihr das hört, wir hätten eigentlich auch Freikarten verlosen können, aber weil das ein bisschen kurzfristig ist, machen wir das jetzt mal nicht, weil das ist nämlich schon morgen am 10.7. beginnt diese Reihe wieder mit dem ersten Film, der heißt The Trouble with Being Born von Sandra Wollner. Kommt um 19.30 Uhr in den Innenstadtkinos. Müsst ihr euch sogar entscheiden, ob ihr in die Sneak geht oder den Film schaut. Das finde ich ein bisschen schade, dass das so parallel läuft. Aber ja, wenn ihr diesen Film sehen möchtet, da geht es darum, dass Ellie ein Androide ist, eine Maschine in Gestalt eines Mädchens, ein Sexroboter. Aha. Sie lebt bei Georg, den sie Papa nennt. Sie ist dazu da, ihn glücklich zu machen.
Denn sie wurde nach seinen Vorstellungen gebaut. Sie lassen sich durch den Sommer treiben, schwimmen tagsüber im Pool und abends nimmt er sie mit ins Bett. Er liebt sie über alles und doch ist sie nur Fiktion. In Wirklichkeit fällt seine Welt auseinander, seine Tochter wird nie wieder auftauchen. Und im Anschluss gibt es dann, hier steht wie gewohnt, ein Get-Together im Foyer des Cinema. Also das ist nicht beim Gloria-Kino, wo die Sneak ist, sondern im Cinema unten. Im Cinema bei von Kessler und Schwabenbräu gesponserten Getränken. Da kann man den Abend dann ausklingen lassen. Das ist ja auch, vielleicht sollte man nach der Sneak einfach da runtergehen und so tun, als hätten wir diesen Androiden-Sex-Film gesehen. Nicht? Ja. Wer weiß. Ja, also wer da Interesse hat, also das scheint ja, ich werde den Trailer mit verlinken, den haben die auch geschickt hier, den YouTube-Link. Und dann könnt ihr mal gucken, wie gesagt, Film gucken und danach gibt es ein bisschen, ich nehme mal an, Sekt und Bier. Nennen wir es doch mal beim Namen. Wenn das von Kessler und Schwabenbräu gesponsert ist, wird es wohl Sekt und Bier sein. Könnt ihr dann den Abend ausklingen lassen. Okay, und jetzt erstmal die Charts der Woche, die ich gerade bei mir nicht finde, aber ich habe vorhin ja den Link rausgesucht. Fang du mal an. Das ist vorher doch geschickt, naja, sag mal. Fang du mal an. Was ist denn mit dir los? Ah, herrlich, Moment. Platz 5 also, habe ich. Platz Transformers, fünf. Rise of the Beasts. Ja, genau. Aber Platz 6, das sind bitte Ruby German, Teenage Kraken. Haben wir noch nicht gehört. Aber egal. Platz 4, No Hard Feelings. Den haben wir gesehen, den können wir empfehlen. Ja, Platz 3, Spider-Man Across the Spider-Verse. Noch nicht gesehen, aber wir können empfehlen. Wird bestimmt gut sein. Ja, dann Platz 2, Elemental, der Disney-Film, den können wir, glaube ich, auch uneingeschränkt empfehlen. Auch noch nicht gesehen. Platz 1, Indiana Jones and The Dial of Destiny. Ja, der hat, glaube ich, weltweit jetzt auch schon irgendwie knapp 200 Millionen eingespielt. Ja, mal gucken, wie der da noch so läuft. Nächste Woche kommt ja schon, ach so, da kommen wir jetzt gleich dazu, kommt ja schon der nächste Action-Kracher, glaube ich, ins Kino, wenn ich das richtig, ach, apropos, warte mal, muss mal ganz kurz gucken hier, weil ich hatte mir extra notiert, was für Trailer kamen bei Indiana Jones und zwar kam da tatsächlich der erste Trailer. Was könnte der erste Trailer gewesen sein für Indiana Jones? Ich verrate es dir. Griechenland und das laufende Huhn oder so ähnlich. Und der laufende Huhn. So, wo ich gedacht hatte, okay, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das so zielgruppenspezifisch ist jetzt, dieser Film. Okay, also zweiter Trailer war Oppenheimer. Und da muss ich sagen, das ist der neue Trailer. Oh, der Trailer sieht so gut aus. Der sieht so verdammt gut aus. Also ich würde am liebsten den Trailer noch jedes Mal vor der Sneak gucken. Der sieht so gut aus, der neue. Oh, herrlich. Auf der großen Leinwand viel besser als YouTube hier, den Trailer. Dann hatte ich ja schon erwähnt, Gran Turismo. Und ich muss sagen, ich hatte von dem Film noch nichts gehört. Und ich spiele sehr gern Gran Turismo. Aber der Trailer sieht sowas von scheiße aus. Also, wer kommt denn auf so einen Film? Also, die Story ist, man nimmt Jugendliche, so ähnlich wie es irgendwie in den 80er Jahren oder Ende der 80er, Anfang der 90er gab es so einen Film, wo so ein kleiner Junge immer so ein Space Invaders Spiel gespielt hat und da gut war und dann von so einer Weltraum, von irgendjemand aus dem Weltraum geholt wurde, damit er die bei dem Krieg unterstützt, so bei ihrem Weltraumkrieg. So ungefähr ist es hier auch. Das heißt, da gibt es welche, die spielen gut Gran Turismo und die werden dann rekrutiert, echte Autos zu fahren, weil die ja so gut sind bei Gran Turismo, ne? Und dann haben sie noch so eine Art Drill-Instructor und das war alles ganz cheesy, dieser Drill-Instructor, wie er die da versucht hat, fit zu machen, so nach dem Motto, ja, ihr saßt ja nur am Rechner, ihr müsst jetzt erstmal wieder laufen lernen und dann müssen wir wieder laufen und ah, das sah so scheiße aus da. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, der startet ja am 10.8. dann, fand ich also nicht gut, diesen Trailer. Und dann war noch ein Trailer, der hat mich umgehauen, nämlich der neue Trailer zu Mission Impossible Dead Reckoning 1. Und ich habe ja meine Vorbehalte gegenüber Tom Cruise und so. Aber der Trailer sieht sau gut aus. Die haben ja einen Großteil damals während des Corona-Lockdowns gedreht. Das heißt, da siehst du diesen Platz in Venedig einfach mal ohne Leute. Ja, die mussten nicht absperren und nix. Und dann auch so Verfolgungsjagden durch Paris und so. Alles ohne großartig andere Personen. Das sieht alles so weird aus irgendwie. Wahnsinn. Und da konnten sie natürlich auch mal, weil sie nicht groß absperren mussten, da konnten sie natürlich auch mal richtig auffahren für irgendwelche Stunts und so.
Ja, also es sieht richtig gut aus, der neue Mission Impossible. Leider muss ich das sagen. Und leider werde ich wahrscheinlich auch ins Kino gehen, weil ich den sehen möchte auf der großen Leinwand. Ja, trotz Vorbehalte Tom Cruise. Okay, und jetzt fangen wir mal an mit den Neustarts dieser Woche. Da ist nämlich tatsächlich Mission Impossible 7, Dead Reckoning Teil 1, also sind auch schon 156 Minuten, die der geht und läuft jetzt diese Woche an, am 13.07. Genau, dann startet eine britische Komödie über ein ungleiches Duo, welches sich für die Entwicklung eines neuartigen Liebesspielzeugs zusammentun muss. The Art of Love, der startet auch. Kannst du mal recherchieren, um was für eine Art Liebesspielzeug es da geht? Guck mal, wie er Interesse hat und andere natürlich vorschickt. Das ist so. Du hast es. Das finden wir raus, finden wir raus. One also, of us has a vibrator in his bottom. Es geht weiter mit Liebe und Entschlossenheit. Das war dieser Film, den ich getippt hatte für die Sneak, wo da Beziehungsdrama um eine Frau, die zwischen zwei Männern steht, also die da mit ihrer Jugendliebe wieder zusammenkommen, sich dann der Kreis schließt. Ne? Hm. Ja, vielleicht hier, der Kreis schließt sich. Das, was du meinst, ist ein Muskel. Ja. Es startet auch noch Rodeo, ein preisgekröntes Spielfilmdebüt der französischen Regisseurin Lola, oh Gott, Quivoran, richtig? Quivoran? Warte, ich. Über eine junge Frau, ja, die in den Bann der illegalen Rodeo-Motorradtreffs gerät. Natürlich, wer kennt sie nicht, die illegalen Rodeo-Motorradtreffs. Das ist natürlich ein Ding, ne? Diese illegalen. Das Shit, sag ich dir, das Shit. Ach ja, okay, läuft diese Woche gar nicht so viel an. Wahrscheinlich haben viele gedacht, okay, jetzt läuft Indie läuft immer noch, Mission Impossible läuft jetzt an. Was soll man da entgehen? Oh, guck mal, nächste Woche startet dann schon Oppenheimer. Krass. Krass, krass, krass. Ich brauche einen zweiten Kinotag pro Woche. Ich muss mal mit meiner Frau reden, dass ich eine Freigabe bekomme. Und die Woche drauf startet schon Lassie ein neues Abenteuer. Ach Gottchen. Ja, okay. Also, oh, ja. Das waren die Filmstarts. Die Charts haben wir abgehakt. Dann sind wir ja schon mit diesem Kapitel durch. Und es gibt da noch was im Heimkino. Heimkino. Ah, ja, ich habe noch eine Perle der Lichtspiel. Wie heißt Lichtspielkunst, heißt es. Okay. Weil ich saß ja, die Woche war ein bisschen anstrengend und ich saß dann, wann war es, irgendwann diese Woche saß ich zu Hause, habe dann gedacht, okay, jetzt kümmere ich mich nebenher noch ein bisschen um den Hund, dass der noch ein bisschen was hat und dass ich nicht schon wieder irgendwo hier in meinem Büro oder so verschwinde. Und dann mache ich meistens nebenher irgendwas noch an, dass irgendwas zum Berieseln ist und habe dann geschaut, okay, was gibt's da Schönes im Fernsehen und auf Sky und so und bin dann über den schönen Film Escape the Field gestolpert, weil der auch nur so knapp über 80 Minuten, also dauert noch nicht mal 90 Minuten, dauert, habe ich gedacht, boah, das kann man mal machen. Und ja, was habe ich nur getan, sage ich mal. Es geht ganz konkret darum, dass wir gleich zu Beginn eine Frau kennenlernen, deren Sam heißt die, gut, dass man die Namen hier hat, nennen Sam Cam, die wacht auf in ihrer Krankenschwestermontur inmitten eines Maisfeldes, weiß nicht, wo sie her, wie sie hergekommen ist und überhaupt, und neben ihr liegt ein Revolver. Ja, und ich glaube, eine oder zwei Kugeln findet sie auch noch. Also das so, sie wacht auf, sie hat keine Ahnung, wo sie ist auf jeden Fall mitten im Maisfeld und plötzlich kommt aus dem Maisfeld Tyler, gespielt von Theo Rossi, also Jordan Claire Robbins spielt die Sam, ne? Steht Tyler vor ihr, der auch so, ja, ich bin hier aufgewacht und keine Ahnung. Und wer hätte es gedacht, es sind tatsächlich insgesamt 6 komplett Fremde, die inmitten dieses Maisfelds aufwachen und weder wissen, wie sie hergekommen sind, noch was sie hier machen sollen. Und jeder von denen hat einen anderen Gegenstand dabei. Also der eine hat Tyler hat Streichhölzer dabei, dann treffen sie noch auf Ryan, der hat, was hat Ryan dabei? Ryan hat, ich habe schon wieder vergessen, was Ryan dabei hat, hat er irgendwas dabei. Und jeder von denen, dann kannst du noch einen Kompass dabei und der funktioniert aber nicht so ganz richtig und sie irren dann quasi zu 6, ohne zu wissen, warum sie hier sind, durch dieses Maisfeld und versuchen eigentlich nur rauszukommen, was ja irgendwie klar ist, wenn du keinen Plan hast, wo du bist, was du machst. Und
Ja, allerdings erkennen sie bald, ah ja, guck, Pistole mit einer Kugel, eine Wasserflasche ist auch noch dabei und ein Messer ist, glaube ich, noch dabei. Und sie erkennen dann relativ schnell, dass es eigentlich ein großes Katz-und-Maus-Spiel ist, weil sie umgeben sind von einer, Achtung, bösen Macht. Und ihr Überleben hängt nur von der Lösung von teuflischen Rätsels um und mit ihren Gegenständen ab. Und genauso Banane, wie ich es erzählt habe, genauso Banane ist dieser Film. Also es ist nicht nur, dass es schauspielerisch sich eher auf einem relativ überschaubaren Niveau verhält, das Ganze. Es hält sich auch so mit den Dialogen, wo man so denkt, so, oh, ich finde teilweise Schmerzen bei diesen Dialogen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein kompletter Trash-Film ist, weil er nimmt sich schon ziemlich ernst. Auch als Shane West, der den Ryan verkörpert, dann eine Substanz verabreicht bekommt und plötzlich übermenschliche Kräfte hat und völlig im Rage-Modus landet. Und was, also, ja, Eriks Reaktion mit, ist komplett gerechtfertigt, ja. Oh mein Gott. Also, es ist wirklich, ja, ich empfand ihn null spannend. Ich fand ihn einfach nur komplett gaga teilweise, wo ich gedacht habe, so, Junge Hirsch, also da können sich die Leute, die regelmäßig Schläferz gucken, schon mal drauf freuen, dass der in absehbarer Zeit dort wahrscheinlich auch aufschlagen könnte, weil ich weiß nicht. Ist auch wieder sowas, was mich nicht abgeholt hat. Und dann schaue ich mir so die Bewertungen an auf filmrezensionen.de, da gibt es 4,7 von 10, Moviepilot 4,4 von 10, die sind alle irgendwie relativ gut. Bei IMDb 4,4 von 10. Das ist so, ja, unteres Mittelfeld, würde ich sagen. Ich sag, das wird dem unteren Mittelfeld nicht gerecht. Okay. Und das ist jetzt echt gemein, ja. Aber nur, ja, man sollte sich das anschauen, auf jeden Fall, wenn man mir jetzt hier nicht so glaubt, was es mit dem Maisfeld auf sich hat und wie es natürlich ausgeht und wer am Ende überlebt und warum und ob und was da noch dahinter steckt und blieb und blam blub. Ich sag's gleich, ich habe das Ende nicht zu 100% verstanden. So ehrlich muss ich dann auch sein. Aber ja, es ist keiner aus dem A, B oder C Regal der Schauspielerriege dabei. Das ist ein Erstlingswerk der Film. Von dem Regisseur, der hat halt wahrscheinlich sehr günstig das gedreht mit ja. No-Name-Darstellern, schätze ich mal. Ja. Aber ja, also Escape the Field, ich habe ihn bei 2 von 10 Punkten, weil er dann doch etwas Banane ist. Man kann ihn sich anklicken auf Sky, wenn man mal so wirklich ein bisschen anderthalb Stunden Zeit hat und die Wahl hat, zwischen Gras beim Wachsen zuzuschauen und diesen Film, dann empfehle ich natürlich das Gras. Aber ansonsten, falls es regnet, kann man auch sich Escape the Maisfeld geben. Wow, was irgendwie ganz cool ist, das Poster, rein marketingtechnisch, das sieht zum einen gut aus, es ist gut gemacht vom Stil her, also wenn jetzt jemand nur das, manche entscheiden sich auch auf Basis von dem Poster irgendwo bei Netflix oder irgendwas, sie sehen ein Poster von dem Film oder vielleicht hast du es bei Sky ja auch irgendwie das Poster, sah irgendwie cool aus und dann haben sie den Namen, weil die natürlich alle unbekannt sind, haben sie aber die Nachnamen von denen groß geschrieben, weil zum Beispiel Robbins, wir kennen ja diverse Schauspieler, die irgendwie Tim Robbins oder irgend sowas, die bekannten Namen, oder Sharif oder West, ja, könntest du denken, ja, was weiß ich, Kanye West oder Ty West oder irgend sowas, aber nein, Shane West, nie gehört, aber die Vornamen haben sie ganz klein geschrieben, damit die auf dem Poster, wenn du das in der normalen Größe siehst, nicht siehst, ne? Und ja, ich meine, das ist ein Erstlingswerk von jemand. Nicht immer starten die dann voll durch, wie damals von Sam Raimi, irgendwie Tanz der Teufel oder so. Aber ja, das Setting ist ja nun Maze Runner und wie sie alle heißen, ist ja genau das Gleiche. Irgendwie so eine Gruppe von Leuten wacht irgendwo auf, weiß nicht, was Phase ist und müssen halt irgendwie mit dem, was sie haben, dann irgendwie durchkommen. Ne? Ja, und ja, genau das ist es. Und halt die Rätsel lösen. Quasi genau wie bei mir, in meinem Spiel gerade aktuell, was ich gerade vorhin wieder gespielt habe, Forever's Guys. Schach? Achso. Forever's Guys, kann ich nochmal wärmstens empfehlen. Macht echt Spaß. Und ja, okay, das klingt ja nicht so gut, Escape the Field.
Aber doch, schau mal rein, vielleicht gefällt er dir ja. Wahrscheinlich günstig zu drehen. So, brauchst du noch ein Maisfeld. Kann ja sein, dass das dir gefällt. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch sagen, ja, ich habe dich ja gewarnt. Okay. Ich guck mal rein, wenn es das auf Sky gibt, da kann man ja mal, ja, ich habe ja da nichts zu verlieren. Okay, dann Serien. Serien. Und zwar habe ich da eine Serie, die klingt wie ein Film, der sogar mal, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in der Sneak lief. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das schon hier war, in Stuttgart oder noch in Gera in der Sneak, weil der auch schon ein bisschen älter ist, von 2006. Nee, das muss dann in Gera gewesen sein. Da hatten wir den, der Sneak Preview, den Film. Und es gibt eine Serie, die heißt Inside Man. Gibt's auf Netflix. Und ist eine britische Serie, eine britische Miniserie. 4 Teile gibt's da. Und es geht darum, die ist übrigens, der Showrunner ist Stephen Moffat, der ja auch einige sehr gute Serien, der Showrunner ist. Genau, Hauptdarsteller David Tennant dürfte auch bekannt sein, ne? Genau, klingeln bei manchen die Glocken. Die anderen kannte ich jetzt nicht so sehr. Jetzt schon an Weihnachten denken übrigens. Ne? Eine Person könnte man kennen, Stanley Tucci. So. Stanley Tucci sitzt im Todestrakt und ist ein studierter Kriminalist oder sowas. Er hat so Kriminalpsychologie und sonst was alles studiert. Er ist so eine Art Mastermind, so ähnlich wie der, fast wie der Mentalist aus der Serie, könnte man kennen. Und deswegen passiert es, dass der, und er ist eigentlich ein ganz, ganz netter Typ. Also trotz, dass er in der Todeszelle sitzt, im Todestrakt, ist es eigentlich ein ganz netter Typ. Er hat aber offensichtlich seine Frau umgebracht oder wird zumindest gesagt. Also, aber der wirkt eigentlich so, als das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass er seine Frau umgebracht hat. So wirkt er eigentlich die ganze Zeit. Und auch der Chef von dem Gefängnis, der Gefängnisdirektor, der kann das auch nicht ganz glauben. Und der führt ihm immer Leute zu, die Kriminalfälle haben, bei denen sie irgendwie nicht weiterkommen oder wo die Polizei nicht weiterkommt. Die setzen sich dann, dürfen sich mit ihm zusammensetzen. Da hat er auch ein bisschen Gespräche und sowas. Todestrakt ist ja auch ein bisschen langweilig und so. Und setzen die sich halt dann bei ihm hin. Und seine Begleitung, weil er sich selber keine Notizen machen darf, weil er keinen Stift bekommen darf, sonst könnte er jemanden damit verletzen oder so, hat er jemanden dabei, einen anderen Typen aus dem Todestrakt, sein Nachbar quasi, der hat ein fotografisches Gedächtnis, der speichert sich das, die ganzen Informationen ab und so. Na, ein bisschen weirdes Setting. Und auf jeden Fall dieser andere Typ, der sein Nachbar mit dem fotografischen Gedächtnis, der hat auf jeden Fall mehr auf dem Kerbholz. Der hat irgendwie so 14 Frauen umgebracht schon. Oh. Und teilweise aus manchen irgendwelche Kleiderschränke gebaut und Lampenschirme und sowas. Also der, ist eigentlich ein total lustiger Typ auch. Ne? Der haut da manchmal ein paar Witze raus und so. Also irgendwie ganz komisches Setting am Anfang. Und jedenfalls, da kommt dann eines Tages mal eine Frau zu ihm, eine Reporterin, die möchte gerne über ihn so eine kleine Story machen, über diese Sache, dass er immer den Leuten hilft, und das will er aber eigentlich nicht, und ja, aber er hat immer Interesse an irgendwelchen Fällen, sagt, okay, wenn sie mal einen coolen Fall haben, dann können wir gerne was machen und so. Und tatsächlich hat sie dann noch so einen Fall, denn sie hat eine Frau kennengelernt. Und diese Frau, die sie kennengelernt hat, ich will mir jetzt die Vorgeschichte nicht verraten, weil das am Anfang ein bisschen überraschend, was da passiert. Die Frau, die sie kennengelernt hat, die verschwindet. Die wird von jemandem gefangen genommen, landet in dem Keller von der Person und ist halt plötzlich weg. Und die hatten sich verabredet gehabt, und die war eigentlich immer sehr, sehr pünktlich und sehr, ist eigentlich komisch, dass sie verschwunden ist. Und dieses Verschwinden, weil ihr natürlich auch keiner helfen möchte dabei, die Polizei sagt, ja, Moment, ist eine erwachsene Frau, was soll man da jetzt erstmal machen? Diesen Fall trägt sie an Stanley Tucci heran, und ja, dann geht's weiter. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Sachen ausgelassen, ganz bewusst wegen Spoilergefahr. Da sind viele Sachen, die erst am Anfang, im Laufe der ersten Folge so erklärt werden, die habe ich jetzt trotzdem schon mal ausgelassen. Aber ich kann nur so viel sagen, es ist total spannend, sind gute Darsteller, es ist gut gedreht, es ist sehr überraschend, was hier so passiert, und
entgegen, wie es am Anfang so beginnt, wo man denkt so, ah, okay, ich weiß, in welche Richtung das geht. Nee, es ist überhaupt nicht. Und das ist immer sehr, sehr gut bei mir, weil ich gucke sehr viel und meistens weiß ich dann schon relativ zeitig, in welche Richtung es geht. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ich mag das sehr, ich mag das Setting, ich mag die Stimmung. Ich bin jetzt in der Mitte der dritten Folge, also mir fehlt noch anderthalb Folgen und bin total angefixt und freue mich drauf, das zu Ende zu gucken. Und ich hoffe, es hat ein gutes Ende, also ein schlüssiges Ende, sagen wir so. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Ende nehmen wird, aber ich hoffe, es hat ein schlüssiges Ende. Und ich kann die Serie echt empfehlen. BBC-Miniserie, 4 Teile, Inside Man auf Netflix. Ich werde es auch genau so in der nächsten Fortsetzung folgen dann nochmal so. Und egal, was die anderen sagen, ich sehe jetzt denen ihre Wertung noch nicht. Aber ach doch, ich sehe sie schon. Ach, die fanden es auch gut. Alles klar. Also es ist eine gute Folge, sagen auch die anderen. Guckt mal rein. Gute Serie. So, Chris, was ist ein Hijack? Habe ich noch nichts. Ich musste gerade nur, das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, ich hab das Drehbuch gelesen. Ich habe 2 Sachen jetzt noch kurz dabei. Hijack kann ich ganz, ganz, ganz schnell machen. Das ist eine neue Serie auf Apple TV Plus. Da gibt es jetzt, glaube ich, 2, 3 Folgen schon. Oder 2 oder 3 Folgen schon. Mir fällt gerade noch ein, ich habe noch in was anderes reingeguckt. Muss ich noch kurz reinschreiben. Also Hijack mit Idris Elba in der Hauptrolle. Es geht darum, dass Idris Elba von Dubai zurückfliegt nach London. Zu seiner Ex-Frau, zu seiner Ex-Familie und alles eigentlich so ganz, ja, easy-babisi zu sein scheint. Also sie sagt zwar, komm nicht zurück, weil bleib bloß weg, die haben irgendwie extrem Streit, aber er steigt trotzdem in den Flieger, ist dann auch schon drin und dieses Flugzeug wird gehijackt. Tatsächlich ist es möglich, weil einige da drin sitzen, die eben dieses Flugzeug unter ihre Gewalt bringen und das dann tatsächlich auch in der ersten Folge schaffen. Und die erste Folge endet schon so ein bisschen mit einer kleinen Überraschung, kann ich auch schon mal sagen. Ich habe jetzt bisher nur die erste Folge gesehen, aber abgesehen davon, dass die Lautstärke im Flugzeug eigentlich eine andere ist, wie ich es mir vorstelle, ist es relativ ruhig da drin, aber gut. Und es ist echt spannend. Ich fand es extrem cool gemacht, extrem cool gedreht. Also gefühlt tatsächlich, wenn Apple TV Plus solche Serien macht, hauen die da richtig Budget rein und machen das auch dann richtig ordentlich, weil so sieht es auch aus. Also stark gedreht, Idris Elba, cooler Typ. Und da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Weil ist das so ein, wie das mit Liam Neeson hier, dieses Nonstop oder wie das hieß? Oder? Jetzt fragst du mich wieder was. Ja gut, da ist auch ein Flugzeug entführt worden und er ist dann halt hier ruckzuck ist die Fresse dick Teil 5. Also da rennt er halt rum und haut den ein. Ist die Fresse. War doch damals bei Der bewegte Mann, die da ins Kino gehen wollen. Ja, aber genau. Also es ist, ich will auch noch nicht so viel verraten eigentlich, weil ich kann auch noch nicht so arg viel zu sagen, in welche Richtung sich das auch seltsamerweise vielleicht auch entwickelt. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also das ist wirklich nach der ersten Folge schon, die heißt noch 6 Stunden bis London. Ich nehme mal an, dass die immer auf so 1 Stunde ungefähr angelegt sind. Also es ist jetzt nicht so wie 24, dass es genau in Echtzeit stattfindet, sondern dass es wirklich jede Folge halt 1 Flugstunde so abbildet. Und das ist ganz cool. Also ich kann es wirklich mal nur sagen, auf jeden Fall mal reingucken, weil hat einen gewissen Spannungsfaktor und es ist wirklich, wie ich finde, relativ hochwertig gemacht. Also so ist der erste Eindruck zumindest. Deswegen, ja, war ich da sehr angetan. Ich glaube, ich habe das Teaser-Bild gesehen, fällt mir jetzt gerade ein, so, ja, mit, wo du gesagt hast, Idris Elba. Das kann nicht sein. Was ich auch noch die erste Folge gesehen habe, jetzt muss ich bloß nochmal gucken, Kohlraben Schwarz, schon mal gehört? Ach so, ja, da hatten wir die Serie, die lief vor einiger Zeit schon mal irgendwo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn ich mich recht erinnere. So eine österreichische oder österreich-bayerische irgend sowas. Ja, bayerische. Erste Ausstrahlung war 6. Juni. Also. Deswegen wundert es mich gerade, Moment mal, wir hatten die bei Fortsetzung gefolgt schon besprochen, Kohlraben Schwarz. Das ist so in so einer Kleinstadt. Oder verwechsel ich das gerade? Hieß das irgendwie anders? Ich glaube ja. Aber es ist nicht so schlimm, aber es geht in die gleiche Richtung. Es passiert wohl auch auf einer Hörspielreihe. Das Ganze hat Tommy Krappweiß aufgesetzt.
Vielleicht gab es da Michael schon mal Kessler eine österreichische Variante davon vielleicht. Ja, das kann sein. Ja. Auf jeden Fall gibt es bei Paramount Plus, habe ich die erste Folge gesehen und für eine deutsche Krimiserie fand ich es auch echt cool. Auch mit ein paar lustigen Elementen tatsächlich, aber halt nicht so Schenkelklopferlustig, sondern schon so unterschwellig böse lustig ein bisschen. Sehr cooler Cast mit Michael Kessler als Psychologen, Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann, Jürgen Tonkel, Peter Kettnert. Also wenn man sie sieht, kennt man manche davon auch. Auf jeden Fall auch da mal reingucken, kann ich nur empfehlen. Also werde ich auf jeden Fall auch weiterschauen. Tommy Krapfer ist eh verdammt cooler Typ. Deswegen bin kann man auf jeden Fall reinschauen. Aber echt verwirrt hier. Ja, das kommt mit dem Alter. Und, ich guck gerade mal. Jetzt muss ich mal gucken bei Fotzen. Oder das hieß irgendwie so ähnlich, weil das war auch sowas mit irgendwelchen Märchen, von denen mal eingeholt wird und sowas. Und das waren aber halt österreichische. Jetzt guck ich. Nee, Kohlramsch finde ich gar nicht. Aber das hieß irgendwie anders. Egal. Was ich auch noch gesehen habe, ist eine Doku-Serie auf Netflix, die jetzt neu rauskam, mit dem wunderschönen, komplett unsperrigen Titel Muscles and Mayhem, an unauthorized story of American Gladiators. Und ich gehöre ja wirklich zu dieser Generation, die die American Gladiators damals richtig aufgesogen haben. Dieses weltweite Phänomen. Ich weiß jetzt nicht, Erik, du auch? Ging dir das ähnlich oder geht dir das ähnlich? Ich kenn's, aber ich habe das jetzt nicht so viel geguckt, da American Gladiators. Das ist natürlich schade, aber ja, also ich habe das tatsächlich geguckt. Das war American Gladiators, für die, wo es nicht kennen. Habe ja so Wrestling geguckt damals. Ja, aber war halt auch, also egal welche, Wrestling habe ich auch geguckt mit dem Hulkster und was weiß ich was. War die gleiche Zeit, wo Hulk Hogan auch ganz, ganz groß war. Und American Gladiators waren eben Gladiatoren, also richtige Muskelmänner und Frauen, die in verschiedenen Wettbewerben gegen Normalos angetreten sind. Also die Vorreiter von Ninja Warrior und sowas, was es heutzutage gibt, ist das so wirklich der absolute Vorreiter gewesen da dazu. Und da wird so die Geschichte nacherzählt oder einfach auch, ja, einfach eine Doku drum gemacht oder drüber gemacht, was da so abging, wie und was, was mit der Serie passiert ist, wie es überhaupt zustande kam, wie die ersten Schritte waren. Und wenn man, wie ich, ein Fan von American Gladiators war, dann sollte man das auf jeden Fall anschauen, weil es ist schon sehr cool, sehr lustig gemacht, teilweise auch hochemotional, wenn man einfach auch die Gladiatoren, die Helden, also wirklich so ein bisschen die Helden der Kindheit auch so ein bisschen mit anschaut, was da teilweise auch für Geschichten dahinter stecken bei denen und was da alles passiert ist zu dem Zeitpunkt und was hinter den Kulissen abging. Das ist schon relativ cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich tatsächlich auch mehr oder weniger weggesuchtet, weil es sind, ich glaube, nur 6 Folgen oder sowas, was die Doku hat. Aber ich kann es echt nur empfehlen. Wie gesagt, das hat echt Spaß gemacht zu gucken. Einfach nochmal so ein bisschen Nostalgie der späten 80er, Anfang der 90er reinzuholen. Und deswegen, ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal nochmal eine Auflage der American Gladiators. Aber ich sehe schon, ich bin hier auf ziemlich verlorenen Posten, weil bei dir sagt es nicht so arg viel. Aber ich habe nur so Bilder im Kopf, dass die dann irgendwo auf irgendwelchen Schaumgummi gepolsterten Dingern irgendwo gestanden haben, sich mit irgendwelchen wie so übermäßig große Ohrenstäbchen bloß. Ja, genau, genau. Sich gegenseitig. Human Cannonball. Und ja, das habe ich echt nicht geguckt, nee. Ich habe dann eher dieses Takeshis Castle geguckt, wo dann irgendwie so normale und vor Boyard gab es mal auf Sat.1 und so. Läuft auch jetzt noch im französischen Fernsehen übrigens. ja, und solche Geschichten und vorher noch ein bisschen Wrestling und so. Aber dann war ich irgendwie auch raus aus diesen Geschichten, ja. Nun ja. Aber das ist übrigens, ne, zu Takeshis Castle, ich habe nämlich hier gerade gelesen, kurz nach der Absetzung der Sendung entstand 1997 in Japan die Spielshow Sasuke, bei der 100 Menschen einen Hindernisparcours absolvieren, teilweise bestehend aus Disziplinen von American Gladiators. Nur mal so. Ach, also, guck an. Ja, ja. 100 Leute, das erinnert mich sehr an Fall Guys. ja, genau. Das ist Vorgänger von Fall Guy auch. So Olga ist auch das. Die ersten japanischen Battle Royale. Naja, gut, jede Menge Empfehlungen hier dabei. Also bei Hijack werde ich mal reingucken. Coolram Shots, ey, das lässt mir keine Ruhe. Ich muss am Dienstag bei der Aufnahme mal die anderen fragen, was das war. Ich bin gerade mit der Recherche nicht weitergekommen auf fortsetzungfolgt.net, wie diese
österreichische Serie hieß, die wir da besprochen haben. Vielleicht weiß es jemand von den geschätzten Hörerinnen und Hörern. Ja, dann schreibt's mir entweder als Direktmessage oder als Kommentar hier auf kinocast.net. Das wäre super. Okay, sind wir schon durch für heute, Mensch. Kommen jetzt nur noch die Musiktipps hinten dran. Music. Kennst du bestimmt von Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja. Dieses Gejammer da, was kein Mensch hören kann. Es gibt eine Metal-Version davon, von Major Voice, Summertime Sadness. Und ja, da wir gerade Summertime haben, nehme ich das mal rein. Hast du jetzt eigentlich mal endlich in hier Dings in Every Time We Touch reingehört? Nee, noch nicht. Ich nachher gleich machen, wenn ich die anderen draufpacke. Was ist los mit dir? Hör ich da rein. Was ist denn auch los mit dir? Ich habe von Falling in Reverse, wir haben heute irgendwie so die Neuauflagen-Dingsen, Last Resort, das ist von Pepa Roach mit Cut My Life into Pieces. Genau, eine neue Version. Schreien und Tempo rausgenommen und die harten Gitarren rausgenommen und mehr mit Klavier. Ist sehr cool. Gefällt mir sehr cool und wird wohl auch von dem Original Papa Roach Cast oder von der Original zusammen oder von der Band einfach auch wirklich appreciated, weil echt eine gute Version. Okay, da werde ich auch mal reinhören und das andere auch. Ja, das verspreche ich jetzt, weil das höre ich nachher gleich. Und ja, dann sind wir ja schon durch für heute mit der Sendung. Dann bin ich echt mal gespannt, was morgen in der Sneak Preview läuft. Du bist dabei, oder? Da gibt es auch Bilder dazu, ne? Bin dabei, ja. Ich werde dann davor, weil ich komme direkt aus dem Krankenhaus wahrscheinlich rüber. Okay. Nein, ist ja alles gut, ist alles easy. Alles gut. Hat das alles mit K gesagt. Okay. Ja, Grüße auch von Kate soll ich ausrichten. Es ist alles gut. Alles Keiner gut. muss sich Gedanken machen. Sehr gut. Beruhigt alle. Genau, ne? Sehen wir uns dann morgen das Sneak, weil sonst hätte ich ja überlegt, ob ich vielleicht. Ach nee, ich habe Quatsch, der läuft ja erst am Donnerstag an. Dann ja, wie es schon losgeht. So. Ja, wenn du nicht kommst, dann. Genau, das funktioniert ja ganz gut mit den Filmverleihern, dass wir da einen Screener bekommen können mittlerweile. Vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Ja, für alle, die mal wissen wollen, was eine untreue Tomate ist, hier, Erik. Der am häufigsten war. Ich habe ja sogar Jacques habe ich angeguckt, diesen französischen Film im Original. Und was habe ich noch alles? Ja. Wo es heißt, ich kann heute nicht. Ja, dann läuft ein französischer Film im Original. Dann war es klar, warum ich das nicht konnte. Ja, na gut. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.